Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Steppy, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest hier zu einem weiteren neuen Video. Schön, dass du heute wieder da bist hier zu unserer ersten Nachtlinie hier in Sebas. Und dementsprechend, ja, nachdem wir ja jetzt hier so ein bisschen eigene Fahrpläne hier erstellt haben, habe ich mir mal so gedacht, wir bauen mal hier so Teilabschnitte zumindest mal fertig, wo halt offiziell Buslinien langfahren. Und dementsprechend fahren wir hier heute die N40, die Linie, und ja, dementsprechend lasst uns mal einsteigen und bei uns dieses wundervolle kleine Stück hier dementsprechend mal anschauen. Ihr seht, es ist halt mega dunkel, ja, es ist halt wirklich, also die Beleuchtung, alter Verwalter, das ist schon... Müssen wir auch irgendwann mal gucken, dass wir das so machen, dass wir auch mal ein bisschen vom Betriebshof so starten, weißt du? Das wäre natürlich auch mal ziemlich nice. So, erstmal können wir das Kabinenlicht kurz mal anlassen. So, Vorwärtsgang rein, Handbremse lösen. Und dann müssen wir jetzt hier Start 68076. Hab ich da extra mal angesetzt, genau, vom Invalidenpark nach U-Bahnhof Thomstraße fahren wir hier heute. Und ja, dementsprechend... Ja, sieht's dann so aus halt, ne? Im Dunkeln ist gut munkeln. So. Dann lassen wir uns mal einsteigen, die Fahrgäste. So, aber wir brauchen vielleicht auch noch ein bisschen Licht, wa? Wäre natürlich nice. Ohne Licht geht nämlich gar nichts. So, naja, wenn wir hier Klimaanlage können wir auch noch anmachen, falls sie das brauchen. So. Wir müssen mal gucken, dass wir hier irgendwie noch ein Bild zustande bekommen. Passt eigentlich ganz gut hier. Warte mal. Hauptbahnhof. Hauptbahnhof. Hier fährt natürlich auch noch der N5 lang, den werden wir uns auch noch angucken. Wie gesagt, das sind leider immer bloß so eine kleine Teilabschnitte, die wir hier so zusammengebracht haben. Immer so um die, naja, so 12 bis 15 Minuten sind das hier immer. Ja, aber wie gesagt, wenn du dich halt so weit mit dem Plan so weit auseinandersetzen kannst, wie das Ganze funktioniert, so wie wir es ja in der dritten Folge gemacht haben, ja, dann wie gesagt, könnt ihr euch das hier Ganze dann natürlich dementsprechend halt realistisch auch nachbauen halt, ja. Und da habe ich mal geguckt, so welche Linien fahren so in der Regel dort so. Und dann guckst du so ein bisschen den, gehst ein bisschen so den Verlauf dann nach. Ja, und dementsprechend sind dann jetzt halt, ich glaube, drei Linien entstanden oder irgendwie sowas, die du halt zum Teil immer so ein bisschen abfahren kannst. Ja, und das werden wir dann auch mal machen, um halt auch schon alleine mal so ein bisschen Sebas-Content hier auf dem Kanal zu holen. Ist ja nun doch schon relativ wenig passiert, jetzt so in den letzten Monaten, seit Sebastian nun da ist. Aber wie gesagt, ne, wenn nichts da ist, wenn du nichts zeigen kannst, aber durch den Fahrplan-Editor kann man ja jetzt natürlich schon mal so ein bisschen was machen. Das ist ja das Schöne. Das ist ja das Schöne jetzt. Und das meine ich halt, ja. Solche Sachen brauchst du halt einfach in der Simulation, um halt einfach vorzubestehen. Ja, dass es halt nicht irgendwie irgendwann eintönig wird oder... damit es halt langlebig bleibt halt, ja. Also diese Editoren, die sind verdammt wichtig.
Deswegen verstehe ich halt nicht, wenn eine neue Simulation irgendwie auf, erscheint, jetzt so praktisch, ja, dass die halt immer noch ohne Mod-Support halt immer noch drauf gehen. Ja. Ich finde, das ist halt super wichtig. Leerterstraße, Invalidenstraße. Du willst nicht mit, Mutti? Na, dann bleibst hier. Uri-Weg. Schön nochmal über Rot gefahren, so muss das. Ja. So ist es. Alter Kaffee, immer wieder herrlich. So, ABC hättest du gern. 3,80 €. Passend bezahlt, so lieb ich das. Altmoabit, Rathenower Straße. Wieder passend gezahlt. So. 0:57 €. Naja, ein bisschen zu früh abgefahren jetzt. Naja. Also da haben wir sowas nicht, ja. Also wir haben zwar Linien, die bis um 1 gehen oder irgendwie sowas, aber bis morgens um 3 oder 4. Sowas haben wir Gott sei Dank nicht. Das würde sich auch, glaube ich, gar nicht lohnen in Potsdam da draußen. Straße. Witzig, was ich finde, die haben es noch nicht geschafft, die Uhren zu synchronisieren. Guck mal, rechts steht zum Beispiel Abfahrt 0, achso, steht Abfahrt 0,57. Das ist 0,55. Nee, dann
Alles gut, alles gut. Ich habe nichts gesagt. Nichts gesagt hat er. Guck mal, schon Autos. Ah, okay. Ja, müsst ihr warten. 0,57. Ist auch ein neues Bild. Warte mal. Kirchstraße Altmoabit. Wenn dein Herzallee da ist, dann kannst du tatsächlich wieder neue Linien zusammenbasteln. Ja? Das ist eigentlich schon extrem gut, denn ja? So AB hätte er gern. Kleiner Tiergarten. U-Bahnhof Turmstraße. Dieser Bus endet hier. Bitte alle Fahrgäste auszusteigen. So, Route vollständig. Wir werden jetzt nicht da zurückfahren. Aber ihr seht, so geht's. Ja. Das war, wie gesagt, das Teil, ein Teilstück von der Linie N40, was man hier so abfahren kann, aktuell in The Bus. Wie gesagt, das könnt ihr euch selber natürlich alles zusammenbasteln, zusammenbauen. Ja, und dann könnt ihr das Ganze dementsprechend selbst nachfahren. Eine Nachtlinie, haben wir gesagt, haben wir noch, die N5, die können wir jetzt hier noch so ein bisschen nachfahren. Aber davor gucken wir uns noch eine andere teilweise Linie an. Und die, glaube sogar als Kurzläufer sogar fast vollständig dabei ist. Welche Linie das ist, das erfahrt ihr natürlich dann in der nächsten Folge. Also wenn dir das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da oder schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Part hier wiedersehen. Ich verabschiede mich, bedanke mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.